Wir brauchen im Showbusiness Leute, die unterhalten wollen, nicht mehr und nicht weniger. Ja. Und du bist genauso einer und du bist das, was dieses Land braucht. Noch nie hat Lukas Blöchl eine CD veröffentlicht. Doch er hat geschafft, was noch keinem Österreicher vor ihm gelungen ist. Ausschließlich durch Downloads an der Spitze der Charts einzusteigen. Euer Downs ist die neue Nummer 1 in Österreich. Als er das erfährt, ist Lukas außer sich. Dass das so einschlägt, das ist einfach ein Wahnsinn. Er bringt etwas mit, was sehr, sehr wichtig ist für eine echte Karriere, nämlich solche Dinge wie Fleiß, Professionalität und Disziplin. Yeah. Sandy stellt Lukas diese Woche vor eine ungewöhnliche Aufgabe. Der Rapper muss erst mal singen. Ja, schon mal. Du brauchst eine kleine Herausforderung, oder? Wirklich? Ich glaube, wir müssen dich ein bisschen kitzeln. Du bekommst von mir The Offspring mit Pretty Fly for a White Guy. Und mit diesem Lied ist Lukas schon einmal untergegangen beim Casting. Das war ein harter Kampf für ihn. Das war schon nahe am Scheitern. Der hatte wirklich nur eine Nacht Zeit, um einen Text zu lernen. Wir haben ihm die Aufgabe sehr spät gestellt. Ich glaube, er hat irgendwie die halbe Nacht im Auto verbracht und vor sich hingeschakert und versucht, irgendwie diesen Song in den Griff zu kriegen. Ja, das war halt nicht so ganz einfach. Es tut mir leid. Gott sei Dank habe ich da die Sandy auf meiner Seite, weil die gibt mir echt gute Tipps. Jetzt habe ich 6 Tage Zeit und ihr werdet schauen, es wird geil, weil ich sehe das als meine Challenge jetzt. Start Nummer 11, trainiert von Sandy Mölling. Hier ist Lukas Blöchl. Cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he thinks it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, what he makes up in denial. So don't be fake, play it straight. You know he really doesn't get it anyway. Gonna play the field and keep it real, but you know. Now he's getting a tattoo, yeah, he's getting it done. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's the dopest trip. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Don't be fake. You know he really doesn't get it anyway. Gonna play the field and keep it real. For you know way, for you know way. So if you don't break, just overcompensate. At least then you know you can always go on Ricky Lake. The world needs what I be side. The world loves what I be side. Let's get some more what I be side. Was rufen die alle? Cinella. Ah ja. Cinella bedeutet was genau? Übersetzt es uns bitte nochmals. Cinella kommt von Cinein. Das ist ein Wort für Hackeln, Arbeiten. Und weil ich eben der Meinung bin, jeder, der hart arbeitet und was einsteckt, der kriegt da irgendwann einmal was zurück. Und deswegen nenne ich mich Cinella. Cinella! An diesem
Song. An diesem Song hast du ja richtig hart arbeiten müssen, oder? Das war so deine Angstnummer, auch schon zu Castingzeiten. Wovor hast du dich gefürchtet? Vom Rappen auf Englisch? Vom Singen? Oder was war das Problem? Ja, also zwei Dinge, was du ansprichst. Das erste ist halt, mal die Töne zu treffen, zumindest zu versuchen. Das ist mir gelungen oder nicht gelungen, das sei jetzt dahingestellt. Und das zweite ist eben, ja, auf Englisch rappen ist auch was, weil das ist halt anders als Mundart. Und bis jetzt habe ich alles in Mundart gemacht. Und ja, es steht mir besser Mundart, aber wenn es sein muss, mache ich auch auf Englisch. Ja. Nein, ich fand es super, also Englisch mit Mundart-Slang. Also war schon geil. Fand ich voll in Ordnung und vor allem unseren Profi-Coaches hat es auch richtig gut gefallen, denn Sandy und Jesse haben sich voll so abgeklatscht. Ja? Ich bin verliebt. Ich bin echt verliebt. Wäre ich noch mal 2 Jahre jünger. Du rockst, echt. Ich liebe dich. Du bist super. Danke. So, ihr lieben Fans. Schauen wir doch mal, was die Jury denn da zu sagen hat. Die Überraschung dieser Performance, lieber Lukas, war, du kannst das super Englisch, bitte. Sehr gut. Gut gerappt in Englisch, wirklich tadellos. Danke. Du bewegst dich wie Elvis the Pelvis. Du hast einen Hüfteinsatz, der ist großartig. Und du bist der Spezialist für Party, gute Laune und Spaß. Und das sieht man jedes Mal, wenn du performst. Und ich war wie immer nicht enttäuscht von dir. Sehr gut. Danke. Lukas. Lukas, die schrägen Töne, die gab's, die leichten Danebengreifer, aber ich kann dich beruhigen, sie sind in den Partylärm untergegangen, den du hier jedes Mal im Studio entfachst. Also danke an die Fans an der Stelle. Absolut, auch dazu können Fans gut sein. Nein, aber es ist für mich völlig selbstverständlich und völlig nachvollziehbar, warum du momentan in Österreich das Schulhofthema Nummer 1 bist. Nämlich, weil du gnadenlos unterhältst und weil du das genau jede Woche hier auf dieser Bühne tust. Und ich kann dir eines sagen, wenn es jemanden gibt in dieser Show, der sich Entertainer nennen darf, jetzt schon, dann ist das Lukas Blöchel. Wow. Ja, so geht das ab im Mühlviertel. Aber hallo. Mario. Normal. Ich habe alles schon gesagt. Hat dir auch richtig, richtig gut gefallen. Ja, gut, sehr, sehr gut. Ich habe